Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier nach der Pinkelpause. So, und es geht, fuck, ich glaube, jetzt gehe ich gerade voll in die verkehrte Richtung. Ich gehe in die voll verkehrte Richtung. Super, wir müssen nämlich nach Osten. Osten ist im Gegensatz der eigentlichen Meinung gegenüber vom Westen. Und leicht abgewandt vom Norden und Süden. Wow. Ja, und es könnte ja auch sein, dass du unter deinen Röcken was schmuckst. Wenn er mich abfasst, schreie ich so laut, dass man mich sogar in Novigrad hört. Ich dachte, Frauen stehen auf meiner Uniform. Husch. Husch, husch. Okay, gut. Dann gibt's hier also kein Problemchen. Und ich hätte fast gedacht, wir müssen wieder irgendjemanden den Kopf abhauen. Naja. Wir sind ja hier der Kopfabhauer. Profi-Kopfabhauer. Deshalb nennt man uns ja auch den Witcher. Den Beherrscher. Schneller. Den Hassan. Fehlt eigentlich nur noch so eine Mega-Axt. Wäre wirklich krass. Irgendein Mod, der einen zum kopflosen Reiter macht. Das wäre der Hammer. Ich denke mal, das könnte sogar noch irgendwann kommen. So, na dann, was haben wir hier? Alwölfsche. Eines. Wahrscheinlich 2 und 3. So, und wir haben es wieder. Zeit wieder, uns auf die 4 Pfoten, Hufe, Beine zu machen. Und ein reitbarer 1000-Füßler, das wird auch mal arschgeil. Das sind alles Mod. Weizenfelder. Die Weizenfelder. Hier gibt es eine Quest und ich bin dran vorbeigeritten. Na, was ist das? Keine Quest, die es gibt ohne uns. Wieso kann der nicht das Pferd nach vorn springen lassen, ohne dass es an Geschwindigkeit verliert? So, was haben wir denn jetzt? Noch einer. Los, lauf mit den anderen nach Hause. Herr, Hab doch Gnade. Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch. Schiebt ab, sonst lasse ich euch aufspießen. Was sind das überhaupt für welche? Lasst sie durch. Ihr müsst zurückgehen. Nee, lasst sie durch. Nehmen wir das. Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Sind Flüchtlinge, lass sie passieren. Das passieren, wenn du weißt, was Flüchtling ist. Nee, wir nehmen das. Den Jedi-Trick. Lass die Leute durch. Jawohl. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Na, hoffentlich. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. So, das Grab befindet ungefähr sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück! Grab im Buckelhügel. Na gut. Das ist, glaube ich, das mit dem Pferd gewesen, das wir freigelassen haben. Wenn ich mich recht entsinne. Oder es ist irgendwas anderes. Naja. Es ist immer irgendwas anderes. Das ist wieder dieser blöde Pseudonoten. So. Und er reitet und reitet und reitet und reitet und reitet dem Sonnenuntergang gegen. Nee, vom Sonnenuntergang gerade weg. Da ist nämlich der Sonnenuntergang. Sieht nicht so romantisch aus, aber wir sind ja auch in Wählen. Wählen. Ganz gut still. Aber richtig gut. So, was sind wir jetzt? In Alnis. Anschlagbrett von Alnis. Was gibt's denn in Alnis so Tolles? Ab
Streite gegen Essen. Bin wegen geflogen, brauche Schlüssel. Meine Familie ist in den Käsehandel eingestiegen. Ich suche Großabnehmer für meine Waren. Wisset, dass meine Käse auch die verwöhntesten Novigrader Gaumen erfreuen werden. Ja, ist klar. Suche Landhelfer, das hatten wir auch schon mal. Noch Vorsicht, Leute, hütet euch vor den Rumtreibern aus Wählen. Was da gibt's? Rumtreiber, die sich samt und sonders Diebe, Wegeler, Lumpen und Idioten. Ich habe einige als Feldarbeiter eingestellt, doch anstatt Unkraut zu jäten, haben sie Knollen ausgebuddelt und roh gegessen. Woraufhin sie natürlich krank geworden sind. Wenn ihr solche Leute trefft, verjagt sie am besten mit einem dicken Knüppel, Bonifaz. Imker gesucht, suche einen Imker. Ich suche einen kundigen Gärtner, der meinen Park derzeit in temerigem Stil auf nilfgaardische Art neu gestalten kann. Sehr schön. Was haben die nur alle gegen die temerische Art und Weise, den Garten zu führen? Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ist gar nicht, was die haben. Laufplätze! Na, Laufplätze, los, los, schnell! Ah, hier kommen wir ja leider nicht durch. Bei so viel Stein kommt man nicht vorbei. Und wieder einmal Bunny. Wir? Ich habe nur einen gesehen. Yep, Fehler. Oh, dieser Schrei, dieses... das klang ja fast wie dieser Humanoiden-Schrei bei Warcraft. Warcraft Try. Ja, sogar ein... Nee, 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 umgekehrt. So, das war ein Köpfchen. Muss nämlich seinen Kopf benutzen. Oder den des Gegners, je nachdem. Und wieder ein schönes Schema. Ja, jetzt sind wir auf einmal ziemlich oft auf dem Pferd unterwegs, habe ich das Gefühl. Aber die Gegend verlangt das hier für mich. Die schreit danach. Fast. Ein Otter macht, ein Otter macht, ein Otter macht. Ich fass es nicht. Lang, lang ist der. Magie. Oh, vor allen Dingen Axi-Verzauberung, also Verbesserung. Lang nichts mehr davon gehört. Aber wie... krass, der springen kann. Das ist ja manchmal fast noch viel interessanter. So, nee, I war es nicht. Das war das K. 2 Punkte haben wir sogar schon. Und dann kommt sogar noch ein Level Up in 300 Erfahrungspunkten. Also, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob bei höherer Intensität... Ja, Intensität war das Wort wirklich genannt. Ob man da was... Stufe 15. Weiß gar nicht, ob ich das überhaupt reinnehmen sollte. Oder muss, kann. Aber das ist ja immer außerhalb. Stufe 15, Stufe 16. Das heißt, die beiden Punkte können ruhig da rein. Kann ich mit dem Feuer schön die Rüstung der Gegner niedermachen. Brauche mir da keine Gedanken zu machen, dass da überhaupt jemand überleben. Überleben tut. Und was ist das überhaupt für ein Ort da unten? Ist es ein Questort? Ist es ein Dorf? Was ist es? Oh. Faszinierend. Was ist denn das? Nicht so schnell, Plätze. Kann man mit den Leuten irgendwie reicher Städter. Ja? Oh. Naja. Sonst nicht so anwesend, Wegelputz. Hab dich in Wüsima gesehen. Ist das jetzt das Anwesen des Wegelputz? Oder. Na gut, das könnte hier draußen irgend so ein Veranstaltungsdingeling sein. Hier haben wir schöne Blumen. Also hier hat sich jemand echt gut eingerichtet. Respekt. Respekt. Und da haben wir sogar einen schönen Schnellreisepunkt. So muss das sein. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich hier rein kann.
Was ist da? Abgeschlossen. Scher dich weg. Ah, okay. In das Anwesen des Wegelbutts kommen wir hier anscheinend nicht so schnell rein. Gibt es denn vielleicht noch andere? Nee, das war der einzige Eingang. Vielleicht hier vom Süden noch. Können wir gleich mal gucken, ob es hier was gibt. Wie wär's, wenn wir ab jetzt Buchweizen statt Roggen anbauen? Na, da muss das Pferd schon mal ein bisschen schneller antreten hier. Ja, wenn man auf das Pferd drauf springen könnte, das wäre bombastisch. Eines der besten Dartsachen, die es da gibt. Kehrst du in. Was ist das denn jetzt für ein Ort? Ah. Oh, wilde Bestie. Das klingt doch nach Spaß. Geht dich nichts an, klar? Also eigentlich sieht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Nehmen wir das. Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich, aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Ja, das klingt doch schon mal nach einem guten Deal. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Rasch, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Oh, Ghule. Oh, Alter, die Beckenknochen. Das ist ja widerlich. Ach, Kacke, ich kann. Ich weiß noch nicht mal, wo die Kackwand ist zum Ausweichen. Das ist ja schlimm. So, warte mal, machen wir es mal so. Ich hatte am Anfang noch Probleme gegen die Viecher. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Hütte in Brand stecke. Das wäre sonst äußerst uncool. So. Erledigt. Türen auf. So schnell kann es gehen. Ah, wir können sogar noch ein bisschen was mitnehmen. Evolution. Klingt doch gut. Die Arbeit ist getan. In der Tat. Hier ist dein Lohn. Und danke für deine Hilfe. Frage nebenbei. Wie haben die das überhaupt hingekriegt, da die Viecher da rein zu locken? Hm? Soll denn das gehen? Eine Scheune voller Ärger. Ja, nicht nur die Scheune ist voller Ärger gewesen. Und wie viel Erfahrung? 20, 30, na, 250, 240 fehlt noch. Bist schon Level up. Yeah. Sind wir schon 14. Richtig geil. War ich denn das letzte Mal? War ich hier schon normal? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf alle Fälle hier schon mal gewesen. Aber hier dachte ich noch gar nicht. Ah, aber wir gehen erstmal zum nächsten Punkt. Im nächsten Dörfle. Schnellreisepunkt wird es da vorne aber nicht geben. Meiner Intuition nach. Und die ist selten verkehrt. Also es handelt sich um Pässe. Und da haben wir einen redanischen Scholtatten. Und, oh Wunder, kein Schnellreisepunkt. Aber eine kleine Garnison. Es kann sogar sein. Ja, das ist ein bisschen runtergekommen hier, ne? Mehr Schein als sein. Vielleicht ein beschissener sein. Schein. Da haben wir sogar was. Weiter gehen Norden. Ein Quest nach dem Manfred. Okay, helfen wir mal Manfred, den Mammut. Mein Opa ist mal mit einem Buch von einer Reise zurückgekehrt. Hat genug eingebracht, dass es für ein Haus gereicht hat. Hör auf zu schwafeln und Hilfe suchen. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Gerechtigkeit, heure einen Hexer an. Was ist denn mit denen? Was ist denn, hm? Was ist das für einer? Setz dich her. Sei uns willkommen, aber sei auch gewarnt. Wir sind mitten in ernsthaften Studien. Ah. Unser gelehrter Kamerad sie nennt. Ernsthafte Studien, ist klar. Ich gesell mich gern zu euch. Danke, ich setz mich gern zu. Ach du Scheiße, das wird jetzt Zauberei enden. Geralt. Geralt von Riva.
Ich bin ein Hexer. Das ist beziehend. Dieser Gelehrte ist Theophil Maria Roscoe. Und das hier ist... Entschuldigung. Manfred. Ich bin Manfred. Richtig. Ohne Titel, herrlich. Geralt. Den Namen habe ich schon gehört. Du gehst zum Jahrmarkt? Nein. Du verwechselst ihn mit Gerard, dem Bühnenkünstler. Der besucht die Jahrmärkte mit seiner Nummer, beliebte Melodien zu blähen. Die Leute sind begeistert, darf ich anmerken. Unser Gast hier ist niemand anders als der Weiße Wolf persönlich. Oh, tut mir haben leid. Die ein Glück, ey. Haben Bist die du ein nicht Glück. Der, weißt du, die Gerüchte über Volltests Tod? Nee, nein, das nicht. Ich war's nicht. Ich bin der andere gewesen. So, wird Zeit, nee. Was gibt's Neues so in der Welt? Gibt's was Neues? Vom Krieg vielleicht? Angeblich treten die Schwarzen bald eine neue Offensive los, um den Ponta zu überqueren. Ich wette Diamanten gegen Nüsse, dass Radovid sie diesmal nicht zurückschlagen kann. Eine Schande, dass Hänselt in Niedermark gestorben ist, verdammte Drachentöterin. Recht hast du. Wäre Hänselt am Leben, hätte Nilfgaard es im Osten nicht so leicht gehabt. Der Kaiser wird Novigrad bald einnehmen. Dann sind der Tempelschatz und die Flotte sein und damit auch der Westen. Du weißt viel für einen gewöhnlichen Händler. Ah, der ist schön rumgekommen. Nichts. Du gefällst mir nur noch weniger. Erst fragst du mich nach der Nachricht, die ich dabei habe. Jetzt sagst du, du wartest darauf, dass Nilfgaard den Ponta überquert. Du kommst besser mit mir. Ich kenne ein paar Leute, die mit dir reden wollen. Da musst du mich erst töten. Wenn's oh Gott, ey. Jetzt eskaliert es so ein bisschen. Hände weg vom Kaufmann. beruhigt euch. Beide. Entspannt euch. Das ist doch nur ein Missverständnis. Halt ihn fest, Hexer. Ich suche ein Seil. Ha, keine Chance. Das gibt's doch nicht. Gut, ich halte ihn fest. Ich halte mich da raus. Tut mir leid, ich misch mich da nicht ein. Ich schaff das schon selbst, verdammt. Oh mein Gott. Oh, Kacke. Ich wollte doch den Igni nicht. Scheiße! Ein nilfgaardischer Maulwurf weniger. Man kann nicht wissen, ob er ein Spion war. Oh, und ob er das war. Ich kenne die Sorte. Ah, was mit dem Anvisieren nicht funktioniert hat, ey. Kotzt mich das schon wieder an. Du nutzt uns nichts. Scheiß Neutralität. Das Heimatland muss verteidigt werden. Oh Gott, der Ärmste. Was ist denn das? So eine Kacke. Jetzt muss ich den letzten Ladestand hier wieder nehmen. Ey, kotzt mich das an. Warte mal, so Kontrollpunkt. Wir leben noch beide, genau. Der Kontakt des Hexers zum Heul. Sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Das gibt's doch einfach nicht. Gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Ich will einfach nur Hendriks beide dazu bringen, allerdings nicht gefunden. Sich nicht aus gegenseitig, gut zu hauen. Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Kacke. Wie kann ich den jetzt mal anvisieren? Das gibt's doch nicht. Ein nilfgaardischer Maulwurf weniger. Man kann nicht wissen, ob er ein Spion war. Oh, und ob er das war. Ich kenne die Sorte. Hab schon viele gesehen. Und jetzt ab mit dir. Du nützt uns nichts. Scheiß Neutralität. Das Heimatland muss verteidigt werden. Okay. Dann hat das wohl nichts gebracht. Aber schade, dass es den Kaufmann hier jetzt erwischen musste. Ich habe hier vor allen Dingen überhaupt nichts mitbekommen. Keine Quest, keine Erfahrung, kein gar nichts. Das nervt schon so ein bisschen. Ach, Mann, ey. Und jetzt ab mit dir. Du nützt uns nichts. Das kotzt mich so ein bisschen an. Ich konnte die nicht beide vom gegenseitigen Niederschlag abwenden. Es ist ein bisschen traurig. Naja. Machen wir uns gegen Süden.
hätte wirklich Hände weg vom Kaufmann nehmen sollen. Das hätte wahrscheinlich mehr gebracht. Aber naja, unsere Entscheidung. Wir haben uns dafür entschieden und dazu stehen wir auch. So wird das nämlich richtig gespielt. Konsequent und durchgängig. Und nicht die beste Variante dann aus mehreren ausgewählt. Klar ist es so, dass man es auch schön auswählen kann. Aber das dann wirklich nur bei einem, entweder bei einem Missverständnis, wenn man ja was verstanden hat, was so ein Text eigentlich meint, aber dann fehlerhaft interpretiert. So, na komm schon. Na, krieg ich dich. Naja, das war jetzt eher mickrig. Okay, sie kommt hinter mir. Nee, sie kommt vor mir. Das macht aber überhaupt keinen Schaden. Das Interessanteste von allen ist, das Feld hat noch nicht mal angefangen zu brennen. Normalerweise müssten die Felder ja innerhalb von Sekunden Feuer fangen. Tun sie aber nicht. Oh, Kacke. Blöde Idee. 3, 2, 1, Wechsel. Nummer 1. Na komm schon. Ist das Vieh jetzt tot? Nein, noch nicht ganz. Aber da stellt sich doch die Frage, wie kommt eine Nachterscheinung auf dem Feld? Aber, na, ist jetzt nicht die erste Erscheinung in der Nähe eines Feldes gewesen. Na komm, ob bleibt doch nicht hängen. Wo Plätze jedes Mal erscheint, da kriegt man die Krise. Schade, dass man kein Lied pfeift, sondern nur. Ich habe jetzt nicht so richtig gepfiffen, weil das wäre sonst derbe laut und muss jetzt nicht sein. So. Sturmfelderhof. Ja, was kann denn der Sturmfelderhof so toll ist, außer schön im Sturm zu felden. Das ist alles nicht mal ein Hundepimmel wert. Ich glaube, ich bin ja schon mal gewesen. Irgendwann. Irgendwie, irgendwo. Ah, na gut, kein Quest. Die können sich ja noch unterhalten. Auf Adrians Boden wachsen Töpfe. Wie das denn? Ganz einfach. Bei jedem Ecken tauchen Tontöpfe auf. Tontöpfe? Was wird er denn mit Tontöpfen? Kein Schwein braucht Tontöpfe. Na, man muss einfach nur eh hämmern. Na, fast. Da freut man sich doch bei manchen Spielen, bei denen Autoloot da ist, bei denen man nicht automatisch anhält und irgendwas macht. Hütte des Kräuterkundlers. Ja. Vor allem des Kräuterkundlers. Der. Es gibt, kann nur einen geben. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter, Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Du hast behaarte Handrücken. Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch. Einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Daran hat er bestimmt ganz schön lange gewerkelt. Kennst du dich mit Meisterrezepten? Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Grimist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, klingt nach Spaß. Ich will nur etwas Neues lernen. Nenn oder so. Es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Arzkellig. Dort da wird müssen wir sowieso der weise Meister Grimist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Der Heilige Hain von was? Lass mich mal schauen. Naja, was hat der denn? Wir haben ja auch weise Nahrung. Von dem Zeug könnten wir auch nochmal verkaufen, aber leider hat der nicht. Ach du Scheiße. Erscheinungsmutagen, Nachterscheinungsmutagen, noch ein Erscheinungsmutagen. Was will ich denn mit den ganzen Dingern machen? Ich kann die nicht verwerten oder in irgendwas umwandeln. Nee, ich sammle die lieber. Oh, was ist das denn? Schwertwahl. Manuskriptseite, Schwertwahl.
Ach, das ist ein Hexertrank. Na, mal gucken, was der kann. Goldener Pirol, endlich. Vollmond, verbesserter Schneesturm, Verfluchtenöl, Gardetsche, Samum und Mordwillen. Was haben wir hier? Doppler-Absud und Wyvern-Absud. Hat man den nicht? Ich weiß gar nicht, ob manche Sachen, ob ich die schon hatte oder noch nicht. Das kann man auch nicht so ganz genau sagen. So, na dann, bei der Alchemie, habe ich die denn da schon gelernt? Doppler-Absud. Nee, noch nicht. Ach ja, hier war ja noch was kurz vorm Fertigwerden. Das war es nicht, das war es auch nicht. Nee. Ja, das war's. Zaunrübe. Hat der Zaunrübe eine? Brauchen wir von den Dingern. Wunderbar. Haben wir doch mal schön. Gabelschwanz-Absud. Genius-Absud. Nein. Helfer-Absud. Fehlt leider ein bisschen was. Kleines blaues. Kleines rotes. Und kleines grün. Achso, bei hier. Bei denen brauchen wir anscheinend wirklich alle. Und 43 blaue. Man kriegt überhaupt nicht genügend von den wichtigen. Damit man das hier fertig machen kann. Ein bisschen schade. Und das Wyvern-Absud. Der, die, das Ding. Mehrere Wyvern schon besiegt. Dinger kommen einfacher. Also nicht. Dafür gibt es den Schaden und Stränke ausgenommen. Jeder eigene trefferhütige Angriffskraft, bis der beendet ist oder Schaden erlitten wird. Ja, oder Schaden erlitten wird. Das bedeutet, ich schlage einmal, der Gegner schlägt einmal und dann hat sich das wieder erledigt. Verbessertes Samum. Das klingt doch noch Spaß. Blendet Gegner im Explosionsangriff, verlängert Wirkdauer, zerstört Monsternester. Immer noch. Eblingzahn. Zum Glück habe ich einen im Inventar. Obwohl ich mehrere von den Dingern kaputt gemacht habe, gewährt Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte, die bereits in der Blutbahn sind. Auf Deutsch, wenn man schon vergiftet ist, macht das einen komplett wieder frei. Wenn man aber, ja, man kann es jetzt nicht davor nehmen und die Immunität irgendwie erhöhen, also dass man mehrere Tränke nehmen kann oder so, das geht leider nicht. Und die maximale Vitalität, und zwar 60 Sekunden lang. Der Vollmond. Schickes Ding. Verbesserter Vollmond natürlich. Nimm auf. Ich habe echt haufenweise von dem Zeug. Der Wahnsinn. Moment. Da könnte ich auch gleich mal gucken, was mir noch so an Dingern fehlt. Reagenzien. Was mir vielleicht ein bisschen beim Bau helfen kann. Also hier fehlen mir Salpeter. Dreimal Salpeter. Er hat bestimmt Salpeter dabei. Ich muss es nur finden. Hier. Dreimal bitte. So, wird hergestellt. Der Notwind. Einmal Salpeter und zwei Piments. Einmal Salpeter und zwei Piments. Das müssten sie sein. Es ist immer noch nicht. Wo haben wir es? Da. Wunderschön. Verbesserte Kartätsche brauchen wir. Longrübe. Und hier brauchen wir Rebis. Longrübe und Rebis. Longrübe. Scheiße, jetzt habe ich das Aussehen vergessen. Man kann es natürlich auch anheften. Das bringt ein bisschen mehr. Longrübe, Longrübe. Da. Und Rebis war so ein grünes Pulver, was der aber nicht hat. Ist schon schade. Also, Rebis. Jetzt muss ich erstmal Rebis irgendwo herstellen. Wo ist denn mal Rebis? Rebis, 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 Rebis. Ubedo. Albedo. Kamin. Habe ich noch nie Rebis zum Herstellen gehabt oder was? Das kann ja nicht sein. Ich dachte, ich hätte hier schon mal irgendwas mit Rebis gehabt. Geisteröl, Öle, 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 Öle. Oh, verbessertes Verfluchtenöl. Kann man gleich noch herstellen. Verbesserter Waldkarz. Dazu fehlt mir ein Alkohest. Können wir gleich mal noch was machen.
ne? Wo ist er denn? Ah. Und Grabspinnengift brauche ich auch noch. Einmal Grabspinnengift. Der hat natürlich kein Grabspinnengift. Warum auch immer. Ich habe auch nichts davon. Nee, ich brauchte doch eine Drüse, um Grabspinnengift herzustellen. Ah, und zerlegen kann der hier leider nicht. Ah, es ist schon scheiße. Dass der nicht zerlegen kann, macht das Ganze nicht gerade angenehm. So, dann sind sich nämlich irgendwie Rebis gekriegt. Schneesturm, ja, das Golemherz hat er nicht. Schwertwahl hier, Kreuzton, zweimal Kreuzton. Sieht hier was wie Kreuzton aus. Irgendwie orange. Okay, Kreuzton kann er schon mal nicht herstellen. So, wo war denn jetzt schon weiterer Schwertwahl? Ah, und nochmal eine Zaunrübe. Absolut, Raffer des Weichen stellt einen großen Teil der Vitalität sofort wieder her. Das ist schön. So. Ah, das war das Ding. Aber nee, das hat er nicht gehabt. Verbesserter Schneesturm. Dazu brauche ich erstmal einen Schneesturm. Verbesserter Waldchaos. Da fehlt mir leider auch noch das Reagenz dazu. Ah, Gift der Erhängten. Der Anwender zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Zusätzliche. Schlusskraft gegen Humanoide und Bestien. Super. Aranea 3. So, wo ist jetzt das Erhängten-Ding? Da. Bestienöl. Brauche ich erstmal Bestien, kann ich aber noch nicht herstellen. Also fehlt mir leider das Zeug. Hierfür brauche ich vor allen Dingen ein Bärenfell. Super, ich verkaufe die doch immer wieder. Ah ne, 1 und Bärenfett 1. Bärenfett 1 und ah ne, 1. Verbesserte Gifte erhängten haben wir auch noch rausgekriegt. Wunderschön. Hybridenöl. Rünienauge. Merken wir uns, falls ich eins finde. Und Bärenfett, aber dazu brauche ich erstmal normales Insektoidenöl. Zweimal Bärenfett auf alle Fälle. Und Quebrit. Das können wir sogar herstellen. Cool. Mit Q kann man es anheften. Kann man sogar alles holen. Eine Longrübe. Und eine weiße Möwe. Ne, die müssen wir herstellen. Scheiße. Ja, weiße Möwe herstellen, brauche ich aber wieder Alkohole dafür. Ist kacke, Mann. Oder hat der vielleicht? Ne, der hat keine, sonst wäre sie mit dabei. Ja, also brauche ich jetzt wieder eine weiße Möwe irgendwo her. Und der hat natürlich den Alkohol nicht. Super, den Kirschlikör, den hat man für einen Alkoholhest raushauen müssen. Ah, kotzt mich das an, ey. Ich habe 91 Zwergen. Zeug, aber nee. Das Wichtige, das hat man natürlich nie. Schade. Jetzt hätte ich das wirklich herstellen können. Na gut, zweimal Bärenfett eben. Wo ist es da? Das mal zwei bitte. Ja, blöd, dass man das nicht dann wieder sofort öffnet, wenn man es dann schon mal hatte. Gut, das soll es aber gewesen sein, hoffe ich. Ja, das Ding hat er, glaube ich, nicht gehabt. Nee, das hat er nicht. Wäre auch sonst zu krass. So, und Karten werden wir gleich mit ihm spielen.
sei gegrüßt. Ja, Leben in den und so weiter und so fort. Ist das immer dasselbe, was da labert? Das geht ja gar nicht. Ich will unbedingt ein paar Partien Gwent spielen. Das würde mir gut tun. Nicht nur mir, auch ihr. Ja, man nicht. Spielen wir aber trotzdem wieder. Scoyatel. Die dürfen wir immer anfangen. Oder dürfen wir entscheiden, wer anfängt. Genau. Das ist totaler sinnfreier Fraktionsvorteil. Ist der total scheiße. Okay, was haben wir? Nehmen wir. Ja, na gut. Klappt ganz gut. Der Regen wird aber ausgetauscht. Also wieder Nebel. Ganz angenehm. Mal gucken, wer anfängt. Mein Gegner ist am Zug. Schönes Ding. Ich kann aber leider den Fraktionspassiv nicht angucken während des Spiels, was ein bisschen schade ist. Das Einzige, was ich machen kann, ist die aktive Fähigkeit der Scoia'tael angucken. Aber das war es auch schon. Das fehlt noch ein bisschen, dass man hier auf das Symbol klicken könnte. Oder zumindest hier auf die beiden Dinger. Naja. Ach so, das bedeutet anscheinend, dass derjenige am meisten Punkte hat. Den Kranz, der ist mir noch nie aufgefallen, echt. Noch nie. Ich bin immer auf die Punkte gegangen, aber den Kranz habe ich irgendwie immer übersehen. Egal, lassen wir das erstmal auf sich beruhen. Ziehen zwei Karten, freuen uns den Arsch ab. Der Gegner wird natürlich schön Fernkämpfer spielen, so wie sich das gehört. Noch mehr Fernkämpfer, das ist ja noch besser. Eis ist Kälte wollte ich eigentlich spielen, aber wenn ich den Nebel spiele,